gedacht, aus meinem neuen Buch machen wir jetzt mal so einen Low-Carb-Pizza-Snack. Und zwar, was brauchen wir? 25 Gramm Schinken oder Salami. Ich habe jetzt hier so Putenbrust unten drunter unter dem Käse. Dann 65 Gramm Käse, 83 Gramm Quark. Hier ist ein Esslöffel Kokosmehl, ein halber Esslöffel gemahlene Mandeln, genau. Dann anderthalb Esslöffel Olivenöl brauchen wir, ein Dreiviertel Teelöffel Backpulver und dann kommen noch die Gewürze Paprika, Pizzagewürz, Salz und Pfeffer. Das habe ich hier alles schon zusammengegeben. Das müssen wir jetzt einfach nur schnell zusammenrühren und dann kann das auch schon ab in den Ofen. Und zwar, den Ofen habe ich jetzt auf 200 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Ihr könnt aber auch 180 Grad Umluft nehmen. Dann starten wir mal und zwar geben wir einfach alles zusammen in unsere, oder jetzt in meinem Fall im Messbecher oder in die Schüssel, so anderthalb Esslöffel. Und das tun wir einfach richtig schön verrühren. So, also ich habe hier mein Backblech mit Backpapier. Hier habe ich unseren Teig. Dann habe ich hier noch eine Schüssel mit Wasser. Einfach, damit der Teig nicht so an den Händen klebt. Und jetzt tun wir uns einfach nach Belieben so Kügelchen formen. Und die geben wir dann aufs Blech, aber mit gewissen Abständen, weil das natürlich ja auseinanderläuft. Und dann kann das Ganze auch schon ab in den Ofen. Bevor das jetzt in den Ofen kommt, wollte ich euch nochmal die Menge zeigen, dass ihr einfach so seht, was ihr aus der Menge rausbekommt. Und wie gesagt, jetzt geht es einfach ab in den Ofen. So, meine Lieben, so sieht das Ganze dann aus. Bei mir war das 25 Minuten im Ofen. Allerdings die letzten 5 Minuten habe ich nochmal auf Grillfunktion eingestellt, damit es so richtig schön kross, also so schön braun wird. Und zeigen wir mal, wie es von innen aussieht. Nein, man sieht natürlich nicht viel, wenn es so dünn ist. Aber ja, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Also das ist wirklich eine schnelle Angelegenheit, die kann man schnell dann mal machen, wenn man herzhafte Gelüste hat und will nicht so viel Kalorien zu sich nehmen. Und dann kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!